kam durch einen Zeitungsbericht zum Musical Mary Poppins. Da stand eine große Seite über Kinderdarsteller. Als ich den Zeitungsbericht sah, fand ich das total cool und wollte es einfach mal ausprobieren, zum Casting zu gehen. Ich wollte die Rolle Jane ergattern. Dann bin ich zum Casting gekommen und war sehr aufgeregt. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte immer Angst, dass ich irgendwie rausfliege oder so. Seit ich schon weiß, dass ich jetzt hier drin mitspiele, haben dann die ganzen Proben angefangen. Wahrscheinlich spiele ich ab Mai schon auf der Bühne. Und im April ist dann meine Intensivphase und dann habe ich schon fast jeden Tag Unterricht. Und das ist dann schon sehr anstrengend, glaube ich, aber es macht ja sehr Spaß. Am meisten Spaß macht mir das Singen, Tanzen, Schauspielern. Und ich finde es sehr cool, dass ich so ganz oft hier bin, also am Wochenende zum Beispiel und viele Stunden hier bin. Die Gemeinschaft mit den anderen ist auch super. Ich habe viele Freunde hier gefunden. In den Proben singen wir und machen alle Lieder von Mary Poppins durch. Und mein Lieblingslied ist Das perfekte Kindermädchen, weil ich da so aggressiv sozusagen zu meinem Vater sein muss und ich das unbedingt will, dass ein normales Kindermädchen kommt und nicht uns immer eine eklige Medizin oder so gibt, was wir gar nicht mögen. Jeder Ich habe schon die Kostüme gesehen, wir durften sie sogar schon anfassen. Ich habe ein Kleid an, ein rosanes Kleid. Ich fand es einfach voll cool und ich wollte schon gleich reinschlüpfen, aber das durfte ich ja dann noch nicht. Und ich fand sie richtig schön und ich konnte es mir schon richtig vorstellen, dass ich da auch mal drin bin und mich wohlfühle. Ich habe in meinem Zimmer schon immer davon geträumt, mal so richtig auf der Bühne zu spielen. Auf der Bühne zu stehen und eine große Rolle zu spielen. Also Gesang fand ich immer schon super. Ich bin jetzt auch noch im Hip-Hop, also im Tanzen. Und Schauspielern, das konnte ich eh sehr gut, weil ich dann schon, ich habe zwei Brüder und die nehmen mir meist schon oft die Puppen oder so weg. Und dann kenne ich das auch schon, deswegen passe ich halt auch zur Rolle, weil Jane ist auch schon so eine Rolle, die ziemlich zickig beim ersten Akt ist. Aber im zweiten Akt verändert sie sich schon. Willst du diese Stellung haben, brauchst du ganz besondere Gaben. Also ich glaube, ich werde schon Lampenfieber haben bei meinem ersten Auftritt, weil so viele Leute da in diesem Saal sind. Und wenn auch dann vielleicht auch meine Klasse kommt und meine Klassenkameraden oder meine Familie oder meine Verwandten. Und dann will ich einfach, glaube ich, keinen Fehler machen. Und dem Lampenfieber gehe ich, glaube ich, so um, dass ich mich einfach beruhige und einfach denke, ja, jetzt muss ich das schaffen, weil es einfach eine Chance im Leben ist. Ich will als Beruf Schauspielerin werden und will dann auch, also es ist mein größter Wunsch dann, wenn ich groß bin, Mary Poppins zu spielen, weil, ja, das macht mir dann auch, glaube ich, schon sehr Spaß. Himmel und Erde.